Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Projekt Sedona. Ich war gerade im Haus. Wir hatten eine kurze, naja, wir hatten eine Aufnahmepause gemacht. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube. Ich finde keine Steine. Haben wir alle Steine in diesen Dings umgewandelt? Dings umgewandelt. Cobblestone. Cobblestone. Cobblestone, ja, das kann sein. Soll ich ein paar Steine klopfen gehen? Eigentlich brauchst du das nicht, ich bin schon unterwegs. Wie sieht denn jetzt der weitere Plan aus? Erstmal die Zombies hier loswerden. Ich wollte hier noch meine Frames loswerden. Und dann habe ich gehört, dass da, wo wir letztens, ich weiß gar nicht, hatte ich das in der letzten Aufnahme schon erzählt, wo einer in die Kommentare geschrieben hat, dass an diesem kleinen Hinterhof mit dem Metall, mit der kleinen Hütte, dass da tatsächlich ein Bunker ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, zumindest mal nicht hier in der Aufnahme. Weißt du noch, wo das war? Ich nehme mich nicht mehr. Muss gerade gucken. Es müsste ja so, das Problem ist, es ist nur eine ganz kleine Hütte mit so einem Zaun außenrum. Das war jetzt aber noch nicht in einem anderen, also nee, wir hatten es in den Kommentaren stehen. Das heißt, es müsste höchstens in unserem letzten Spiel, wo wir anschließend neu gestartet hatten. Weißt du, vor 13.6, Pre-13.6 Version. Nee, ich glaube, ich muss mal gerade was gucken. Ah ja, doch, das könnte das davor gewesen sein. Dann müssen wir sowas nochmal finden, weil ich würde echt mir gerne mal den Bunker ansehen. Nee, 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 stopp, ich weiß wo. Diese kleine Stadt oder dieses Dorf mit diesen vier Häusern, da ist es gewesen. Ach ja, du. Ach ja, da an der Straße da. Richtig. Das ist ein Stückchen. Ich würde sagen, nach der Nachthorde. Das heißt, an Tag 8 machen wir uns daheim mal auf den Weg und gucken uns das mal an. Ja, genau. Da haben wir noch mal ein bisschen Zeit. Und solange werden wir hier noch ein bisschen an der chinesischen Mauer weiterbauen. Och nee, Bär. Oh, ein Teddybär. Willst du kuscheln? Ich bin gerade am gucken, ob ich irgendwas hab, was. Ich muss mich echt wieder umgewöhnen. Wir hatten. Ich habe gerade eben Minecraft gespielt und ich bin irgendwie noch total in der Steuerung drin. Also wenn ich jetzt öfter mal. Na gut, ihr seid ja schon von mir gewohnt, dass ich mich sowieso ständig verklicke, von daher. Nichts Neues also. Sollen wir uns das Bärchen mal vornehmen? Das steht nämlich an der chinesischen Mauer. Ich habe 86 Schuss, können wir versuchen. Wenn das nicht reicht, dann zweifle ich an uns. Ich habe einen Bogen, den habe ich jetzt repariert. Warte mal, ich müsste dich erstmal tracken. So. So. Da. Ich habe dich jetzt auch mal lauter gestellt. Ich habe überhaupt mal ein bisschen am Sound rum experimentiert. Ich hoffe, es ist jetzt für euch alle ein bisschen lauter, dass man uns besser versteht, ohne dass einem die Ohren abfallen, wenn es dann zum nächsten Video weiterspringt. Müssen sie ganz einfach nur unsere Videos dann haben und dann ist es alles gleich leise. Kommst du? Ich bin schon da. So, dann lassen wir zwischen uns hin und her rennen. Ich probiere die Shotgun mal aus. Ich probiere den Bogen mal aus. Hier. Aber erst, wenn ich sie geladen habe, sonst ist das sinnlos. Super.
Aua. Ey, dann warte doch, bis er ein bisschen heilt. Er ist doch jetzt tot. Ich lasse ihn extra. Ich warte schön, bis er zu mir kommt und dann kriegt er einen Schuss in den Arsch. Ja, guck mal, der hat total grüne Füße. Ich hatte einen nervösen Finger. Ich hab's gemerkt. Irgendwas haut hier auf einen Felsen ein, habe ich das Gefühl. Ja, genau, da hinter dem Baum ist. Du sollst weg. Ah, da ist er wieder. So, ich wollte die Cobblestones hier mal in die Mauer schmeißen. Die hatte Munition dabei, die Damen. Ja, sie weiß, was wir brauchen. Bin mal gespannt, wie weit ich diesmal komme. Meinst du mit Cobblestone? Mhm. Mal an, was du bisher gemacht hast. Construction Level 34, also das levelt mal ganz gut hier. Ja, sieht aus wie so eine kleine Gartenmauer. Lass mich mal schauen. Das war's nicht. Da wollte ich hin. Iron Fragments, Small Stone, ein bisschen Holz. Holz könnte mehr sein, ne? Wollte ich Clay holen? Habe ich deswegen Schaufeln hergestellt? Kann gut sein. Also ich habe ja ein bisschen Clay geholt und gleich Cobblestone draus hergestellt. Ja gut, wir müssen ja noch viel mehr herstellen. Na, unwesentlich. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich zuerst Holz oder zuerst Clay holen soll. Wie sieht's denn bei dir aus, wie viel... Bitte was? Was ich zuerst holen soll, Holz oder Clay? Ja, dann hol Holz. Okay. Haben wir noch ein paar Stunden vor Sonnenuntergang? Da sollte sich noch ein bisschen was bewegen lassen. Habe ich eigentlich Medizin dabei? Nee. Habe ich nur noch die Bandagen, die hebe ich mir auf, falls es kritisch wird. Du hast keine Painkiller einstecken, oder? Doch, zwei Stück. Wenn du willst, kann ich dir geben. Ja. Dann komm vorbei. Eine Sekunde. Okay, vielleicht auch zwei Sekunden. Da fällt ja der Baum. Sag mal, bin ich immer so langsam am Ende? Nee. Oh Gott. Am Ende? Bitteschön. Das wird noch lange, lange dauern. Bis sie dann jetzt da sind. Die nächsten 400 Folgen seht ihr, wie man eine Mauer errichtet. Wenn sie dir zugucken würden, ja. Ist noch ein Teddybär. Wird er uns oder kann er uns gefährlich werden? Natürlich. Aber er steht noch ein bisschen weg.
16 Cobblestone gehen da weg. Das ist verdammt viel. Ja, das ist richtig. Aber es ist nicht zu verachten. Also es ist wirklich stabil. Das muss man lassen. Ja, es geht. Es hält ein paar Zombie-Schläge aus. Also es ist nicht so gut wie, wenn man das Holz bis zu Stahl aufwertet, aber es ist durchaus passabel. Was trinken? Gleich bin ich wieder leer. Ich werde uns hier um die Mauer rum ein bisschen Platz machen, damit wir eventuell die Horde sehen können, falls sie an der Mauer hängen bleibt. Freies Schussfeld. Genau. Aber ich denke, die erste Nachthorde werden wir in unserem Haus abwarten und eventuell begrüßen, je nachdem. Falls sie nicht schon komplett an den Stacheln sterben. Oh, jetzt muss ich erstmal die das hier reparieren. Bisschen Hunger habe ich auch, wie ich sehe. Ich brauchte meine Pickaxe. Da liegt sie und sagt kein Wort. Es wäre schon praktischer, wenn sie die Werkzeuge direkt wieder in den Werkzeuggürtel legen würden. Nach dem Reparieren. Ja, wenn sie es merken würde, wo man auf Repair geklickt hat, in welchem Slot. Wenn der noch frei ist, dann einfach nochmal reinlegen. Ja, das wäre schon nice. Aber es ist halt ein reines Nice-to-have-Feature. Ah ja, richtig. Die Axt zählt ja aktuell noch zu Blade Weapons, ne? Die wird aber demnächst dann zu Werkzeugen zählen, mit dem nächsten Update. Ah, war das ein Fehler? Ja, das war ein Fehler. Das heißt, nur noch Messer, Machete und sowas zählt zu Blade Weapons. Mhm. Nochmal darauf gespannt, wenn sie dann in der Alpha. Das haben sie noch nicht genau gesagt, in welcher Alpha-Version, aber es wird irgendwann NPCs geben. Ein richtiges Settlements. Und bei diesen NPCs kann man dann auch Dinge kaufen, verkaufen, etc. Ich mach die hier auch mal weg, die sind zwar noch nicht ausgewachsen, aber stören jetzt dann trotzdem. Ich will hier außen frei haben. Diese NPCs werden doch dann auf diesem Multiplayer-Server immer ganz interessant. Gibt's mit Sicherheit den einen oder anderen, der dann durch das Settlement rennt und alle mal umnietet. Wahrscheinlich, ja. Falls du sie töten kannst. Ja, wenn man sie töten kann, wird's mit Sicherheit gemacht. Und wenn sie nur durch Zombies getötet werden können, dann wird halt eine Horde reingelockt. Ich finde es gut, wenn man die anheuern könnte. Also jetzt zum Beispiel in einem Projekt wie hier bei uns, könnte ich mir... Läuft da hinten ein verirrter Zombie über die Straße. Du hast zu viel Fallout gespielt, kann das sein? Das... ja. Dass man halt dann ein paar NPCs hier anheuern kann für in der Stadt. Sozusagen als Händler zu dienen oder um irgendwelche einfachen Aufgaben zu erledigen. Oder einen zu begleiten, zum Beispiel. Vorsicht, hey. Baum. Der ist tatsächlich in deine Richtung gefallen. Wird man auch noch geblockt beim Mauerbau? Was auf jeden Fall kommen wird, sind mehr Rezepte. Sie haben ja angekündigt, dass sie sowas wie Workstations einführen wollen. Also ich könnte mir da zum Beispiel einen Schreinertisch oder sowas vorstellen, wo man dann Möbel herstellen kann dran. Und da haben sie auch, also Madmon hat im Forum aufgerufen, sich
zu melden, welche Rezepte oder welche Items man dann gerne herstellen würde. Dass er dafür dann entsprechende Rezepte vorsieht. Auch das ist für unsere Stadt sehr interessant. Ja, dann können wir die Häuser nochmal mit allem Möglichen ausstatten. Bin am Überlegen, ob wir nicht schon vorgreifen sollen, ein paar Rezepte zusätzlich einbauen, dass wir ja halt ein paar mehr Möbel bauen können und dass wir auch die Blöcke bauen können, die zu den Häusern tatsächlich gehören. Nicht nur, also wie zum Beispiel hier dieses, wie nennt sich das? Nicht Schiefer. Ja, wie heißt denn Ziegel? Genau, so ein Ziegelgebäude, dass man für so ein Ziegelgebäude auch die entsprechenden Ziegelblöcke bauen kann. Weil es gibt ja das ein oder andere Haus hier in der Stadt, was zerfallen ist. Und wenn man das dann wieder, sagen wir mal, nah an den Ursprungszustand bringen will, wäre es halt schon gut, wenn man den Block dann auch herstellen könnte und nicht da irgendwie mit Holz auffüllen muss, was dann irgendwie so wie Flickteppich aussieht. Wie jetzt? Schon wieder leer? Geht schnell, ne? Ich muss auch gleich meine Axt schon wieder reparieren. Auch das geht immer ruckzuck. Ich habe gerade noch mal 500 Cobblestone hergestellt, obwohl ich schon mit 500 hierher bin. Komisch, jetzt hat er es automatisch. Na gut, es war kein Platz mehr. Also nicht komisch, es war kein Platz. Er hat es automatisch an die erste Stelle im Werkzeuggürtel gelegt. Ansonsten bin ich echt mal gespannt, was dann in der nächsten Alpha kommen wird. Was schießt du? Ein Zombie. Da hinten rennt er rum. Ja, ich gehe mal noch mal ein bisschen Clay holen. Ich werde noch mal, wahrscheinlich muss ich noch mal Blendfiber sammeln und mich vielleicht auch mal ausmüllen. Habe ich eigentlich auch Baumsamen gekriegt? 13 Stück, die könnte ich mal in unserem tollen. Wo ist das eigentlich? Hier, da, wo war das denn? Suchst du das Quadrat, wo die Bäume hin sollen? Ja. Ich habe es Unten gefunden. links. Geht das hier noch hin? Ja, geht noch. Unsere Baumschule langsam mal ranzüchten hier. Ja, Holz brauchen wir eh ziemlich viel, wenn wir alles einschmelzen etc. Da Sogar wird Frames. einiges an Holz weggehen. Ja, Blendfiber fehlt jetzt. Da werden wir nochmal sammeln müssen. Habe ich keine? Ach so. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Und zwar werde ich mal diese tolle Scholle da rausnehmen. Werde mir das einfach so holen. Dann boxe ich die Zombies in Zukunft einfach um. Ja, mit dem Plant Fiber sammeln kriegst du ja Athletics ohne Ende. Ohne Ende ist übertrieben. Das skillt recht flott, finde ich. Dafür, dass man nur ein paar Grasbüschel streichelt. Ich bin mal gespannt, was sie mit den Hobbys und so noch einführen wollen.
steht ja auch, dass wenn man sich die Skills anschaut, steht rechts unten irgendwas von Hobbys, die noch kommen werden. Ohne näher darauf einzugehen. Ich sehe aber, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Das heißt, wo auch immer dieser Zombie gerade rumkreucht und fleucht, der wird erst in der nächsten Folge dran glauben müssen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.